Wo steckt der nur? Ich hatte ihn doch hier hingelegt. Der kann doch nicht einfach weg sein. Hey, hat jemand meinen Kuhfuß gesehen? Nein! Das gibt's doch nicht. Ich hatte ihn hier bei den 14 Fernsehern versteckt. Tore! Tore! Weißt du, wo der Kuhfuß ist? Nein, ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Heute nicht und überhaupt schon lange nicht mehr. Ella! Ella hängt beim Nachbarn im Baum und stibitzt schon wieder Äpfel. Braves Kind. Mama, man nimmt sich nicht das, was einem nicht gehört. Oh, mein armer Tore. Was soll nur aus dir werden? Ist doch klar, Tore wird Polizist, wenn er groß ist. Ella, mal bitte den Teufel nicht an die Wand. Er kann doch nicht einmal weg. Und schäm dich. Solch gemeine Sachen sagt man nicht über seinen großen Bruder. Dein Kuhfuß liegt übrigens unter meinem Puppenhaus, Papa. Ich glaube, da habe ich ihn vorgestern gesehen. Mein tüchtiges Mädchen ist wirklich ein pfiffiges Versteck. Ja. Ella ist pfiffig. Und mutig ist sie auch. So mutig, dass ihr großer Bruder sich oft die Augen zuhalten muss. Zum Beispiel, wenn Ella mal wieder fliehen übt und einfach aus dem Fenster springt. Noch schlimmer ist es, wenn Ella sich in das Spielzeuggeschäft schleicht, obwohl es längst geschlossen hat und Tore draußen Schmiere stehen muss. Man darf nicht ins Spielzeuggeschäft, wenn es geschlossen hat. Familie von Stibitz und der Riesenlolli von Anders Sparring und Per Gustafsson. Hörspielbearbeitung Sandra Kunstmann. Musik Jochen Schäfter. Regie Thomas Leutzbach. Familie von Stibitz sitzt gerade beim Frühstück. Auf dem Küchentisch stehen eine Menge leckerer Sachen, die Ede im Supermarkt aus Versehen eingesteckt hat. Also die Kirschmarmelade mit doppelt viel Kirschen ist köstlich. In meinem Angebot. Du hast sie gekauft? Ehrlich? Das ist so ein Quatsch. Das würde dein Vater nie machen. Aber es ist verboten, Dinge zu stibitzen. Hast du was gesagt, Tore? Edes Kopf schaut hinter der Zeitung vor, die er im Briefkasten des Nachbarn gefunden hat. Ja, wer hat meine Sockenstibitz? Tore steht auf. In der Küche ist es ziemlich unordentlich. In der Spüle türmt sich der Abwasch und auf dem Boden liegt ein umgekippter Becher Milch. Aber niemand hat Lust, die Pfütze aufzuwischen. Jetzt stampft Tore mitten hinein. Es spritzt in alle Richtungen. Aber das stört Tore nicht. Denn er hat keine Socken an, die jetzt nass werden könnten. Wer hat meine Socken stibitzt? Ella? Bestimmt hat Schnüffler sie genommen. So ein Quatsch. Schnüffler hat noch nie eine einzige Socke genommen. Also, wer war's? Ich wirklich nicht. Mama Fia kreuzt, wahrscheinlich aus reiner Gewohnheit, die Finger hinter dem Rücken. Obwohl sie in diesem Fall tatsächlich unschuldig ist. Ede aber duckt sich hinter die Zeitung, damit Tore nicht sieht, dass er einen roten Kopf bekommt. Ich auch nicht. Plötzlich aber richtet er sich mit einem Ruck auf. Gibt's denn sowas? Was ist denn, Papa? Ich bin in der Zeitung. Im Ernst? Zeig mal. Hier, erneuter Fahrraddiebstahl. Das ist ja richtig fett gedruckt. Das kannst du aber laut sagen. Also, wer hätte das gedacht? Ede von Stibitz wird berühmt. Dann warst du es, Ella. Ich? Nee, echt nicht. Wie zum Beweis hält Ella beide Hände hoch und spreizt die Finger, damit Tore sieht, dass sie keinen einzigen gekreuzt hat. Ehrlich? Tore ist schließlich Ellas Bruder und ihr bester Freund. Außerdem gefallen mir deine Socken nicht. Ede strahlt über den Rand der Zeitung hinweg. Ich werd verrückt. Schaut doch mal, Ella ist auch schon fast eine Berühmtheit. Ich? Echt? Da, lies selbst. Äpfelklau nimmt zu. Mein
tüchtiges Mädchen. Aber was ist, wenn Ella jetzt ins Gefängnis muss? Na, dann könnte sie Oma Gesellschaft dem Kindchen leisten. Oh ja, ich habe Oma so lange nicht mehr gesehen. Aus dir wird mal eine ganz ausgezeichnete Diebin. Bin ich das nicht schon? Na klar bist du das, meine Süße. Die beste Äpfeldiebe der Stadt. Stolz nickt Mama Fia Ella zu. Dann legt sie den Arm um Ture. Und du, Ture, na, du wirst bestimmt auch noch ein guter Ganove. Ja. Willst du heute Abend, wenn es dunkel ist, mit in den Nachbargarten schleichen und versuchen, auch ein paar Äpfel zu klauen? Ja, Ture, wir beide auf einem Baum, das wäre doch toll, oder? Ich möchte das lieber nicht. Menno, das macht so einen Spaß. Psst. Echo! Kein Mucks. Vor dem Fenster, da steht jemand. Der spioniert. Sollen wir uns zu dir legen, Mama? Nein. Ihr tut so, als wäre nichts. Redet einfach über das Wetter oder die Schule. Ich sehe niemanden, Mama. Ich hab gesagt, ihr sollt still sein, Ture! Ture presst die Lippen fester aufeinander. Jetzt schaut er nicht mehr, er starrt zum Fenster. Aber sehen tut er immer noch niemanden. Kein Wunder, denn der, den Mama Fia gerade gesehen hatte, steht nun mit dem Rücken zur Hauswand gleich neben dem Fenster. Er versucht vorsichtig hineinzuschauen, aber so, dass niemand ihn von drinnen entdecken kann. Sag mal los, darf ich einfach hier so herumschleichen? Das fragt sich Paul Eisig. Er trägt eine Uniform, eine blaue, eine Polizistenuniform. Und wie ich das darf? Paul Eisig ist der Nachbar der Familie von Stibitz. Sein Haus liegt genau gegenüber. Es ist groß und ordentlich, mit einem stattlichen Schloss an der Haustür und Gittern vor den Fenstern. Der Rasen vor dem Haus ist kurz geschnitten und über ihn ist er gerade geschlichen, mit seiner eigenen Erlaubnis. Ich bin schließlich der Arm des Gesetzes. Ich habe sogar zwei Arme. Aber darf ich auch durch Ihr Küchenfenster spähen, um herauszufinden, was dort drinnen vor sich geht? Diese Frage ist schon nicht mehr so leicht zu beantworten. Paul Eisig überlegt ein bisschen. Am Ende findet er aber, dass er auch das darf. Schließlich ist er einem Verbrechen auf der Spur. Ich muss herausfinden, wer meine Zeitung geklaut hat. Wer steckt da bloß hinter? Ein Einzeltäter? Oder gar eine Bande? Oder die Mafia? Hey! Vor Schreck fällt Paul Eisig ins Gras. Yes! Sitzt nun auf seinem Allerwertesten und hält sich eine Hand aufs Herz, das wie wild pocht. Was fällt dir ein, hier herumzuschnüffeln, du verflixter Spion? Ich suche meine Zeitung. Habt ihr sie gesehen? Ach, war das deine? Das. Hier! Kannst du haben, wir sind damit durch. Danke. Und jetzt ab nach Hause mit dir. Aber Paul Eisig will noch nicht gehen. Erstens, weil er noch einen Knochen für Schnüffler hat, den er gestern beim Abendessen für den Hund aufgehoben hat und den er jetzt im hohen Bogen durchs Fenster wirft. Schnüffler, für dich. Und zweitens hat Paul Eisig doch vorhin was Verdächtiges gehört. Ich gehe erst, wenn ich weiß, worüber ihr gesprochen habt. Schnauze, Schnüffler. Und ich gehe das gar nichts an. Im Namen des Gesetzes, worüber habt ihr geredet? Sapalot, ich weiß genau, dass ihr über Ganoven gesprochen habt. Und Diebstahl. Und übers Kittchen auch. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass es polizeilich verboten ist, an andere Leute Fenster zu lauschen? Verboten? Ich sag mal, könnte das... Ich weiß das nicht mehr an der Polizei. Was geht denn? Guten Tag, Herr Eisig. Oh, hallo, Ture. Paul Eisig lächelt. Er mag Ture. Der ist nicht wie der Rest der Familie. Und er hat ihm mal, als er krank war, eine Karte gemalt mit einem Bild und wackeligen Buchstaben. Gute Besserung stand darauf. Das wird Paul Eisig ihm nie vergessen. Sag mal, Ture, kannst du mir sagen, worüber sich deine Eltern unterhalten haben? Jetzt ist Ture in der Zwickmühle. Er mag den Polizisten und er mag es auch, die Wahrheit zu sagen. Aber eine Petze ist er nicht. Über gar nichts. Wirklich? So ganz und gar nichts? Oder haben Sie vielleicht davon gesprochen, dass Sie Ganoven sind? Mama und Papa? Ja, und deine kleine Schwester vielleicht auch? Jetzt läuft Ture rot an. Nicht, weil das ja wohl ein bisschen unverschämt ist von Paul Eisig, dass er Ella für eine Ganovin hält, sondern weil er nun wirklich lügen muss. Kann sein, dass Sie über den Ofen gesprochen haben. Oder so. Ja, über den Ofen.
indem sie mal einen Kuchen backen wollen. Was denn für einen Kuchen? Na, meinen Geburtstagskuchen. Ich habe nämlich Geburtstag. Übermorgen. Sapalot, das ist eine Wucht. Ja. Den hat jeder nur einmal im Jahr. Ja. Paul Eisig strahlt. Und ich dachte wirklich, jemand hätte was von Ganoven gesagt. Wie dumm von mir. So was von. Und was wünschst du dir zum Geburtstag, Ture? Ein Riesenlolli. Haha, das klingt lecker. Ture, komm. Paul Eisig winkt dem Jungen hinter der Scheibe nochmal zu, nimmt dann seine Zeitung und geht nach Hause. Vorbei an der Garage der Familie von Stibitz. Zum Glück ist das Tor zu, sonst würde Paul Eisig große Augen machen. So sieht er die 14 funkelnagelneuen Fernseher nicht, die ordentlich übereinander gestapelt an der Wand stehen. Und auch den goldenen Löwen aus dem Stadtmuseum kann er nicht sehen. Ebenso wenig die 7 Fahrräder. Ohne Vorderrad, weil die Leute ihre Vorderräder heutzutage ja immer unbedingt irgendwo anschließen müssen. Wie gesagt, gut, dass das Garagentor zu ist. Bravo! Was? Gut gelogen, mein Sohn. Aber ich hab doch gar nicht gelogen. Ich hab wirklich Geburtstag. Übermorgen. Habt ihr das etwa vergessen? Auf keinen Fall. Nie und nimmer. Wie könnten wir denn so was Wichtiges vergessen? Ede und Mama Fia blicken sich verstohlen an. Rasch kreuzen beide die Finger hinter dem Rücken. Aber das sieht Ture zum Glück nicht. Was wünschst du dir denn? Das habe ich doch gerade gesagt. Ein Lolli. Einen großen. Und Strümpfe. Nur für mich. Natürlich nur, wenn das nicht zu teuer ist. Quatsch, Lollis kosten doch fast nichts. Aber ich möchte nicht irgendeinen Lolli, sondern einen großen. Kein Problem. Tschüss. Hä? Wo will Ella denn so plötzlich hin? Keine Ahnung. Auf dem Spielplatz vielleicht. Alleine? Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber natürlich wissen beide, dass Ella nicht auf den Spielplatz will. Sie hat ein anderes Ziel. Hallihallo. Hallo, junge Dame. Jette, die Besitzerin des Ladens, lächelt. Eine Reihe gelber Zähne erscheint, die voller Plomben stecken. Aber ihre Augen lächeln nicht. Womit kann ich helfen? Ella blickt sich um. Im Schaufenster steht seit Wochen der größte Lolli der Stadt. Ella und Ture bleiben jeden Tag auf dem Heimweg von der Schule davor stehen und betrachten ihn. Ihnen wird jedes Mal ganz schwindelig im Kopf, wenn Sie daran denken, wie herrlich es wäre, diesen riesigen Lolli Ratzeputz aufzuessen. Na? Ich suche ein Geschenk. Aha. Der Riesenlolli sieht genauso aus, wie ein Lolli aussehen muss. Rund, rot mit weißen Streifen und einer Karamellstange als Stiel. Neben dem Stiel steht ein Schild, Gewicht 50 Kilo. Preis teuer. Ein Geschenk für meinen Bruder. Er hat bald Geburtstag. Ach, für Ture? Mhm. Jette Menge Plompen lächelt wieder. Diesmal lächeln ihre Augen mit. Er ist ja so ein netter Junge. Dieses Jahr wünscht er sich Goldschokolade. Ach so. Aha. Mhm. Das Lächeln auf Jettes Gesicht friert ein. Sie ist schließlich nicht dumm. Sie weiß, dass die leckere Goldschokolade im Tresor liegt, der nebenan im Büro steht. Und dass es sehr lange braucht, das dicke Zahlenschloss zu knacken. Und Jette weiß, dass auch Ella das weiß. Sag mal, du versuchst doch nicht etwa, mich auszutricksen? Ich? Nein. Wieso? Na? Schnell kreuzt Ella die Finger hinter dem Rücken und lächelt ihr schönstes Unschuldslächeln. Das ist kein Trick. Na ja. Na. Aber du darfst nichts mopsen, ja? Versprochen? Ja! Kaum ist Jette Menge Plompen im Büro verschwunden, steigt Ella ins Schaufenster und streckt die Hand nach dem Riesenlolli aus. Oh, was wird sich Ture freuen? Da kommt ein Mann herein. Er trägt eine Uniform. Eine blaue. Na, du willst doch nicht etwa den Riesenlolli klauen? Ich? Nein! Nie im Leben, Herr Eisig! Hört auf zu kippeln, ihr zwei. Oh,
abgeschlossen. Macht auf, ich will auch zu euch in die Küche. Wer bald Geburtstag hat, muss draußen bleiben. Ihr seid so gemein. Aber gut, dann gehe ich eben. Mamafia legt ein Ohr an die Tür, um zu hören, ob Ture noch dasteht und heimlich lauscht. Ture, ich höre dich atmen. Na gut, dann gehe ich halt wirklich. Mach das, Ture. Bin schon weg. Gut. Menno, ich hatte den Stiel schon in der Hand. Dieser Paul Eisi, der taucht auch immer im falschen Moment auf. Naja, der ist Polizist und da ist es ja seine Aufgabe. Nicht so laut, Ede. Und wie kommen wir jetzt an den Lolli ran? Ich könnte heute Nacht mit meinem Kuhfuß hin. Das geht nicht, Papa. Jettemenge Plompen hat eine Alarmanlage. Die schaltet sie immer ein, wenn sie den Laden schließt. Du brauchst die Ladentür nur zu berühren, schon heult sie los wie verrückt. Oh, das ist unschön. Aber kein Problem für mich. Ede rollt einen großen Stadtplan auf den Tisch aus. Wir sind hier. Und das hier, ist das die Schule? Richtig, mein Mädchen. Dann ist das der Tiere aller Artengarten? Genau, der Zoo. Und nicht weit davon, exakt hier, befindet sich Jettes nette Zuckerecke. Wir müssen nur einen Tunnel dorthin graben. Von uns aus? Exakt. Und dann hacken wir uns durch den Boden nach oben. Und schnappen uns den Lolli. Schatz, du bist so clever. Naja. Und wann fangen wir damit an? Am besten gleich. Wo ist mein geliebter Kuhfuß? Den habe ich, glaube ich, zuletzt im Keller gesehen. Ein Kuhfuß, das ist so eine Art Metallstab, an einem Ende zu einem Haken gebogen. Das Metall spaltet sich dort, wo der Haken ist, nochmal auf und sieht aus wie ein Kuhfuß eben. Normalerweise benutzt man ihn zum Ziehen dicker Nägel. Ede von Stibitz aber braucht ihn, wenn er irgendwo, also sagen wir mal, ohne das Einverständnis des Besitzers rein will. Tatsächlich. Hier ist er. Gleich hinter dem Heizkessel. Kann also losgehen. Geht mal alle einen Schritt zurück. Und was macht ihr da im Keller? Nichts. Aber ich höre doch, dass ihr was macht. Was ist das? Das ist Papa, der gräbt einen Tunnel zum Süßigkeitenladen. Haha, sehr witzig. Endlich. Mach weiter. Die Wand ist weich wie Butter. Los, nehmt euch einen Spaten und schaufelt den Kram weg. Hätte nicht gedacht, dass wir so schnell vorankommen. Es ist noch weit. Jeder, der schon mal einen Tunnel zu einem Süßigkeitenladen gegraben hat, weiß, wie mühsam das ist. Am Anfang denkst du, ach, das ist ja ein Kinderspiel. Aber dann wird es irgendwann doch sehr heiß und sehr stickig. Nicht nachlaufen, Papa. Und pass bitte auf die Regenwürmer auf. Sind wir bald da? Ich glaube, ja. Heimlich kreuzt Ede die Finger, was mit dem Kuhfuß in der Hand gar nicht so leicht ist. Er hätte gerne die Karte in der anderen Hand, aber die hat er auf dem Küchentisch vergessen. Hier müsste es ungefähr sein. Dann kommt nach oben, Papa. Hier ist was Hartes. Hurra, das ist bestimmt der Boden von Jettes netter Zuckerecke. Kannst du ihn hochdrücken? Ja, ich versuch's. Bewegt sie was? Und tatsächlich. Mit einem kräftigen Hub schiebt sich die Bodendecke nach oben. Ede streckt den Kopf aus dem Loch. Er schaut dem Äffchen, das ihn gerade genau in die Nasenspitze gebissen hat, direkt in die Augen. Papa, ich glaube, wir sind nicht bei Jettes netter Zuckerecke gelandet, sondern im Tiere aller Artengarten. Ja, also, vielleicht würde Ture sich ja auch über ein Haustier freuen. Nee, er wünscht sich doch den Lolli. Oh. Ja, dann müssen wir weiter. Ich glaube, jetzt haben wir es. Hier ist es.
Ella, Schätzchen, schau du mal. Okay. Pack mal ein Stück. Papa, das ist die Schule. Oh, verflixt. Na dann weiter. Wir geben nicht auf. Kommt! Beim Zahnarzt schauen sie auch vorbei. Au, Wackel, schnell weg hier! Dann landen sie noch im Brillengeschäft. Oh nee. In der Backstube von Brot und Korn. Nein. Dem Blumenhändler am anderen Ende der Stadt. Schon wieder. Und plötzlich sind sie in einem Badezimmer. Oh, Frau Nilsson, entschuldigen Sie. Wir haben die falsche Abzweigung genommen. Auf Wiedersehen. Weißt du denn gar nicht, wo es lang geht, Papa? Na klar weiß ich das. Mit letzter Kraft kreuzt Ede die Finger hinter dem Rücken und schlägt dann wieder seinen Kuhfuß in die Wand vor ihm. Als sie sich das nächste Mal nach oben graben, stehen sie in einem Büro. Schon wieder falsch. Von wegen. Schau mal, was da steht. Das ist ja Jettes Tresor. Sie hat einen Tresor? Na klar, hier bewahrt Jette Menge Plomben ihre Goldschokolade auf. Dann ist der Lolli nicht mehr weit. Danke, Papa, du bist der Beste. Naja, ich tue, was ich kann. In diesem Fall heißt das Schmiere stehen. Während Ella und Mama Fia nach vorne in den Verkaufsraum schleichen. Alles ist dunkel. Der Laden ist schon seit Stunden geschlossen. Aber von der Straße fällt genug Licht durchs Schaufenster. Das alles sieht Ede nicht. Er macht sich gerade mit seinem Kuhfuß am Tresor zu schaffen. Wollen wir da mal schauen, ob man den nicht knacken kann. Der Tresor ist ganz neu mit einer dicken Stahltür. Aber der Kuhfuß ist stark. Und das ist Ede auch. Sesam, öffne dich. Tatsächlich. Die Tür ist kurz vor dem Aufspringen. Wer macht denn da die Tür auf? Oh nein. Nein. Halt dich fest, mein Schatz. Ich bring dich heim. So schnell ich kann. Mama Fias Hals ist schon ganz nass von Ellas Tränen. Mama ist bei dir. Meine Süße. Mama Fia hält ihrer Tochter ein großes Glas Wasser hin. Ella schaut sie durch den dichten Wasserschleier vor ihren Augen dankbar an. Dann nimmt sie das Glas und trinkt es in einem Zug leer. Noch eins, bitte. So viel, wie Ella geweint hat, braucht sie natürlich viel Wasser jetzt. Schließlich bestehen Tränen aus Wasser und Ella ist fast ausgetrocknet. Mehr. Ella hat 3 große Gläser getrunken. Als Ede aus dem Keller kommt. Ich musste den ganzen Weg durch den Tunnel zurück. Alleine. Dabei wisst ihr doch, was ich für eine Angst im Dunkeln habe. Was war denn bloß? Er ist weg. Wer ist weg? Tourist Lolli. Der Lolli? Er ist nicht mehr da. Gar nicht mehr da? Nein, weg. Wir sind vom Büro aus leise in den Laden geschlichen und Ella ist voller Vorfreude ins Schaufenster geklettert. Aber das war leer. Ganz leer? Ratzeputz. Kein Fitzelchen Lolli da. Wieso ist dann die Alarmanlage losgegangen? Na, als Ella gemerkt hat, dass der Lolli verschwunden ist, war sie so verzweifelt, dass sie einfach aus dem Laden gerannt ist. Worüber redet ihr? Wir reden so. Über nichts. Ja. Und warum weint Ella dann? Sie will sich nicht die Zähne putzen. Schnell kreuzt Mama Fia die Finger unter dem Küchentisch. Ja. Das stimmt gar nicht. Nicht? Nein, und das weißt du ganz genau. Ich weine nämlich, weil Turin niemals seinen schönen Lolli bekommt. Er ist also doch zu teuer. Quatsch, er ist weg. Ella? Ich weiß, ihr wollt mich reinlegen.
damit ich mich noch mehr freue, oder? Ihr habt doch irgendwo die Finger gekreuzt, stimmt's? Bestimmt, ich kenne euch doch. Das ist lustig. Wirklich lustig. Also, ich gehe dann mal wieder schlafen. Gute Nacht alle zusammen. Ja, gute Nacht. Morgen habe ich Geburtstag, hurra! Mein geliebter Sohn. Ach, jetzt wein noch nicht. Ja. Was machen wir denn jetzt? Naja, wir gehen morgen los und kaufen diesen Lolli. Papa, es gibt nur einen Riesen-Lolli, nämlich den Ture sich wünscht und der jetzt nicht mehr da ist. Ob man ihn kauft oder stibitzt. Hey, was ist das? Ella hat plötzlich aufgehört zu weinen. Sie steht am Fenster. Ihre Stirn ist an die kühle Scheibe gelehnt. Sie starrt in die Dunkelheit. Das gibt es doch nicht, so ein Fiesling! Paul Eisig sitzt an seinem Tisch und trinkt Tee. Hinter ihm lehnt etwas an der Wand. Ella erkennt sofort, was es ist. Der größte Lolli der Stadt. Oh. Sicher? Tutti completti, ganz und gar sicher. Aber das ist viel zu gefährlich. Na, Papa hat recht. Ivo, ich kletter hoch aufs Dach und rutsche durch den Schornstein ins Haus. Dann hole ich den Lolli und krieche durch den Schornstein wieder nach oben, bevor Paul Eisig wach wird. Ganz einfach. So ganz einfach, ja? Also wirklich, Ella, ich weiß nicht. Ja, ja. Hey, hey. Halt dich gut fest, meine Süße. Mama. Sonst wächst du noch Schnüffler auf. Ja, ja, Entschuldigung. Ella rennt geduckt. Schon ist sie bei der Regenrinne und hangelt sich flink wie ein Äffchen daran hinauf. Sie ist nicht nur mutig, sie kann auch verdammt gut klettern. Ja, und das ganze Dach bin schon oben. Ich kann da nicht hinsehen. Ede hält sich beide Augen zu. Auch Mama Fia hat die Hände vors Gesicht geschlagen, aber sie linst mit einem Auge zwischen den Fingern hindurch. Ede, schau mal, unsere Ella ist schon am Schornstein. Ede? Ede? Aber Ede ist nicht mehr da. Er ist zurück ins Haus gegangen und hat sich unter dem Küchentisch verkrochen. Riesenlolli, ich komme. Hui. Geschafft. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Ella krabbelt aus dem Kamin und schaut sich im Zimmer um. Aber im Wohnzimmer ist er ja nicht. Hier gibt es nur einen einsamen Fernseher und einen einsamen Sessel, vor dem ein einsamer Tisch steht. In diesem Zimmer ist überhaupt alles ganz schön einsam. Alles bis auf eine Sache. Huch. An der Wand hängt eine hübsche Zeichnung mit blauem Himmel, Wölkchen, einer Blumenwiese und mittendrin Paul Eisig in seiner Uniform. Der hat ja viel zu kurze Arme. Darunter hat jemand in Schönschrift "Gute Besserung, lieber Nachbar" geschrieben. Das ist Tures Schrift. Das Bild hat Ture gemalt. Daneben hat Paul Eisig ein Schild angebracht. Berühren oder auch nur in die Nähe kommen, verboten. Das muss ich Ture erzählen. Und jetzt ab in die Küche. Wenn mich nicht alles täuscht, stand der Lolli vorhin dort an der Wand. An der Küchentür hängt auch ein Schild. Küche. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ist dir irgendwas mal nicht verboten? Ui. Hier sieht's ja genauso trostlos aus wie im Wohnzimmer. Der Küchentisch ist abgewischt. Und auf dem Abtropfgitter neben der Spüle steht eine einsame Teetasse. Aber kein Riesenlolli. Ich hätte schwören können, dass er hier an der Wand stand. Mist! Zur Sicherheit, falls sie den Lolli nicht findet, und rein damit, steckt Ella die Teetasse in ihre ausgebeulte Hosentasche. Vielleicht freut sich Ture wenigstens darüber ein bisschen. Das kommt
kommt eindeutig von oben. Treppe. Betreten für Unbefugte absolut verboten. Der hat ja einen Schildertick. Und was steht hier drunter? Und ein bisschen verboten für Befugte. Hä? Was soll das denn heißen? Egal. Ella geht nach oben. Das Betreten des Schlafzimmers ist für alle verboten, außer für Paul Eisig. Na dann mal rein. Leise, ganz leise drückt Ella die Türklinke runter und schiebt die Schlafzimmertür einen Spalt auf. Paul Eisig hat sich in seinem Bett zusammengerollt wie ein kleines Baby. Süß. Da entdeckt Ella noch was im Bett. Der Riesenlolli. Paul Eisig hat einen Arm oben um den Lolli und ein Bein unten über den Karamellstiel gelegt. Jetzt muss ich nur noch ganz einfach das Bein runterheben und den Arm wegziehen. Und dann nichts wie raus. Oh, ist der schwer. Noch nie war Ella in ihrem Leben so vorsichtig. Nicht auszudenken, wenn Paul Eisig aufwachen und sie in seinem Schlafzimmer entdecken würde. Vorsichtig. Gleich hab ich's. Was ist das denn? Mit einem Ruck dreht sich Ella zum Fenster. Ihr Vater steht auf einer Leiter und drückt die Nase gegen die Scheibe. Wie läuft's da drin, Ella? Psst, Papa! Oh nein! Schnauze, Schnüffler! Schnüffler? Wo? Paul Eisig sitzt aufrecht im Bett. Aber die Augen bekommt er vor Müdigkeit nicht auf. Träum ich? Ja. Und ist das ein Albtraum? Nein, schlaf schön weiter. Wenn das kein Albtraum ist, dann sage ich... Halt im Namen des Aber das hört Ella schon nicht mehr. Flink wie ein Wiesel rennt sie die Treppe runter, durch die Küche, ab ins Wohnzimmer, dort in den Kamin, dann den Schornstein hoch, raus aufs Dach, rüber zur Regenrinne und Hui. In einem Rutsch runter. Ist auch genug Wasser? Ja. Und warm genug? Ja. Sehr gut, hier sind die Handtücher für später. Was machen wir denn jetzt? Tores Geburtstag fällt einfach aus. Oh nein, Geburtstag hat er ja trotzdem. Den feiern wir auch. Aber wir haben keine Geschenke. Papa hat einen Kuchen gebacken. Einen extra leckeren mit Sahne obendrauf und einer Feile innen drin. Und ich habe eine Idee. Aha. Eine richtig schlaue Idee, wenn ich das so sagen darf. Was denn für eine? Ist ein Geheimnis. Sag! Du darfst es aber absolut niemandem erzählen. Nicht bei Papa. Versprichst du mir das? Großes Ella-Ehrenwort. Sie hält dabei beide Hände in die Luft, damit Mama sehen kann, dass sie keine Finger kreuzt. Zeig. Beide? Ehrlich, schau. Aha. Alles gut. Dann verrate ich's dir. Ich gehe in ein Geschäft und kaufe ein Geschenk für Tore. Ella schaut ihre Mutter mit großen Augen an. Was? Geht das denn? Das geht. Aber haben wir denn Geld? Echt? Ja. Oma hat einen ganzen Koffer voll Geld im Garten vergraben, bevor sie letzten Sommer ins Kittchen musste. Dürfen wir den Koffer denn ausgraben? Nein, das dürfen wir natürlich nicht. Mann. Aber wenn jemand anderes den Koffer findet und wir zufällig daneben stehen, dann kann man einfach nichts dagegen machen, oder? Ella nickt und steigt müde aus der Wanne. Und jetzt geh schlafen, mein Schatz. Bevor Ella in ihr Bett krabbelt, stellt sie sich ans Fenster und schaut nach draußen. Unten im Garten schnüffelt Schnüffler durchs Gras. Die Schnauze dicht über dem Boden, den Schwanz senkrecht in der Luft. Hinter ihm läuft Mamafia mit dem Spaten. Plötzlich bleibt Schnüffler stehen und bellt. Schnauze, Schnüffler. Mamafia schiebt den Hund sanft mit dem Fuß zur Seite. Dann fängt sie an zu graben. Thank you.
Als Ture aufwacht, steht die Sonne schon hoch am Himmel. Im ganzen Haus ist es still. Bestimmt kommen gleich die anderen. In Tures Bauch kribbelt es. Schließlich ist heute der schönste Tag des Jahres, sein Geburtstag. Und vielleicht, ganz vielleicht, bekommt er den größten Lolli der Stadt. Ture bleibt noch ein bisschen liegen und tut so, als würde er schlafen. Aber als die goldene Uhr in der Küche 12 schlägt, steht er auf. Guten Morgen. Und weckt seine Eltern. Leg dich wieder hin, Junge. Es ist viel zu früh. Gar nicht. Es ist schon 12 Uhr. Und heute ist doch mein Geburtstag. Wissen wir. Wir kommen gleich, ja? Mein Schatz. Ture geht nochmal in sein Zimmer und legt sich hin. Aber schlafen kann er nicht mehr. Die Gedanken in seinem Kopf drehen sich wie ein Karussell. Ella hat doch bestimmt die Finger gekreuzt, als sie sagte, der Lolli wäre verschwunden, oder? Na klar hat sie das. Gleich kommen sie mit dem Kuchen. Ja, singen werden sie was. Und Papa wird versuchen, den Riesenlolli hinter seinem Rücken zu verstecken. Gleich ist es soweit. Yippie! Mit der Hand früh am Morgen. Es ist aber gar nicht mehr morgen. Stimmt. Ja, dann eben genau am Mittag. Ja. Mit der Hand früh am Mittag. Tag, kräht er laut, kräht er weit. Guten Mittag, lieber Ture, dein Geburtstag ist heute. Oh, mein Großer, ich wünsche dir alles Gute. Ture, herz, ich hab dich so lieb. Hopp, ja. Soll erleben, unser Ture. Hopp, hopp, hopp. Danke. Gespannt hält Ture nach einem großen Paket Ausschau, in dem ein Riesenlolli stecken könnte. Aber Ella hat ein eher kleines Geschenk in der Hand. Und Mama Fia 2. Ein nicht ganz so kleines und ein sehr kleines. Beide sind flach. Und keins ist geformt wie ein Lolli. Mach meins zuerst auf. Danke. Oh, eine Teetasse. Wie hübsch. Ja. Ture wundert sich über den Polizeistempel auf der Unterseite. Hier, jetzt die. Mama Fia gibt Ture ihre Päckchen. Im ersten sind zwei Paar Socken. Sie sind hübsch. Ein paar Ringelsocken. Oh, danke. Und noch ein paar Ringelsocken. Danke. Gefallen sie dir? Mhm. Dann mach das andere Päckchen auf. Ja, los, Ture. Ich will wissen, was da drin ist. Das ist ganz schön schwer. Oh. Ja, Goldschokolade. Die magst du doch so gern ein halbes Kilo. Danke. Ture lächelt. Er versucht, glücklich auszusehen. Aber Ture mag keine Schokolade. Schon gar keine Goldschokolade. Er mag nur Lollis. Können wir jetzt runter in die Küche gehen? Ja, zuerst muss ein Stück von meinem Ture-Geburtstag-Spezialkuchen kosten. Mm. Ja, genau, schön groß, ja. Und? Mm. Da. Röde lecker. Aua! Das war die Feile. Es ist eine hervorragende Feile. Falls du mal im Gefängnis landest, Großer. Mm, vielen Dank. Können wir jetzt runter? Warum hast du es damit so eilig? Ja, warum denn? Naja, bekomme ich nicht bald das große Geschenk. Das Mama Fia und Papa Ede schauen sich an. Mehr Geschenke gibt es nicht. Ella wird rot. Bist du jetzt traurig? Nein, es macht mir gar nichts aus. Was hat denn Schnüffler jetzt schon wieder? Schnauze, Schnüffler! Aber Schnüffler hört nicht auf zu bellen. Aufmachen im Namen des Gesetzes. Das ist doch Paul Eisig. Der hat uns gerade noch gefehlt. Was will der denn hier? Und das an Tures Geburtstag? Ja. Dem werde ich was erzählen. Schnell wie haste nicht gesehen, rennt Mama Fia die Treppe runter und reißt die Tür auf. So, jetzt hör mir mal gut zu. Du Alter, du... Aber weil ihr nichts einfällt, was sie sagen könnte, knallt Mama Fia ihrem Nachbarn einfach die Tür vor der Nase zu. Aber dann fällt ihr ein, dass sie ja du Alter Knacker sagen könnte. Sie macht die Tür schnell wieder auf. Du Alter Knacker! Ich Ture zu Hause. Paul Eisig steht stocksteif da und versucht an Mama Fia vorbeizuschauen.
Er hat die Arme nach hinten verschränkt. Ich möchte zum Geburtstag gratulieren. So. Ich habe auch eine Kleinigkeit für ihn. So. Ich kann dann auch schnell wieder gehen. Ja, wenn das so ist. Na gut, dann komm rein. Kurz. Paul Eisig zwängt sich vorbei und hält das, was er hinter dem Rücken hat, weiterhin versteckt. Ture ist oben in seinem Zimmer. Ja? Mit dem Fuß schiebt Paul Eisig die Tür zu Tures Zimmer auf. Die Hände kann er nicht benutzen. Die braucht er, um das, was er hinter seinem Rücken versteckt hat, gut festzuhalten. Hallo, Ture. Hallo. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Ich hab dir auch was mitgebracht. Willst du nicht mal gucken? Oh! Der Riesenlolli! Hurra und yippie yippie yay! Ja, ich hab den größten gekauft, den ich finden konnte. Und ich habe den Kassenzettel aufgehoben, falls du ihn umtauschen willst. Nein, den tausche ich nicht um. Oh, ist der schwer. Nun probier doch mal. Das ist das Leckerste, was ich je gekostet habe. Danke. Und so nimmt doch noch alles ein glückliches Ende. Paul Eisig bleibt den ganzen Tag. Und Ture zeigt ihm alle seine Geschenke. Hier, die Socken habe ich bekommen. 2 Paar, nur für mich. Sapalote Ringelsocken. Die sind aber schön. Dann knufft er Ella und lacht. Von dir habe ich heute Nacht geträumt, Ella. Du warst in meinem Zimmer und wolltest den Lolli stibitzen. Das ist aber ein lustiger Traum. Und hier die Tasse. Als Paul Eisig Tures neue Teetasse sieht, strahlt er über das ganze Gesicht. Genau so eine Tasse habe ich auch. Psst, Schnauze, Schnüffler. Familie von Stibitz und der Riesenlolli von Anders Sparring und Per Gustafsson. Aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger. Hörspielbearbeitung Sandra Kunstmann. Es spielten Ture, Ben Kulins. Ella, Leni Kramer. Mamafia, Lou Strenger. Ede, Moritz Fürmann. Paul Eisig, Jochen Malmsheimer. Jette Menge-Plomben, Angelika Fornell. Erzählerin Annette Frier und Schnüffler. Musik Jochen Schäfter. Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Eva Schwert. Regie Thomas Leutzbach. Dramaturgie Ulla Illerhaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021. Na komm her, Schnüffler.